interesting. Okay, I'm gonna switch to German. Also, ich habe mir das Video gerade angeschaut und dachte mir, krass, wer ist der Typ? Ist echt absolut wahnsinnig. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich da war. Und du musst dir vorstellen, ich habe ja noch nie vorher mit Eric geredet gehabt. Das ist so, wie wenn du ihn jetzt ansprechen würdest, wenn du noch nie mit ihm gesprochen hast, dann ist man ja ein bisschen so nervös, ja? Und das Ding war aber halt, dass ich wirklich dieses krasse Ergebnis hatte. Und ich sage euch gleich alle Details, wie wir es gemacht haben, okay? Also wirklich, weil ich weiß, es ist immer die Frage, was genau habt ihr gemacht? Ich erkläre es dir ganz genau, okay? Also wirklich Detail. Nur, dass du Bescheid weißt, dass du es wirklich mitnehmen kannst. Aber ich bin dann halt danach auf dieses andere Event gegangen, auf das nächste, und ich hatte dieses krasse Ergebnis. Aber er kannte ja mich nicht und das war ja eine real story, ja? Und er hat dann auf diesem Event davon gesprochen, wie der 90 Day Run und so weiter, dachte ich, ich muss ihm eigentlich echt mal erzählen, dass ich das gemacht habe. Da dachte ich, okay, komm, machst du das mal. Und ich weiß noch, wie ich mit mir gehadert habe, ob ich es überhaupt erzählen soll. Stell dir mal vor, was ein Ripple Impact, dass wir heute hier sitzen, 10 Jahre später, das ist genau 10 Jahre her. Unbelievable. Ja, und dann bin ich hingegangen und habe ihm das erzählt. Und es war so wirklich so neben den Stühlen, ja, wo wir, da sag ich, ja, so und so. Und dann sagt er, ja, und was hast du jetzt verdient? Und ich sag so, $100,000. Und er guckt mich so an, was? Und ich sag so, ja, $100,000. Und wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, ich lüge. Obwohl ich wusste, es stimmt, weil es so krass war. Weißt du, ich meine, das war so, ich dachte, er denkt, dass ich irgendeinen Shit erzähle. Unglaublich. Wenn dein Ergebnis größer ist, als du dir selber vorstellen kannst und du dich dann noch gar nicht wohlfühlst, sowas zu sagen. Kennt ihr das? Du hast bestimmt vielleicht mal so einen Moment gehabt, wenn du zum Beispiel für eine Recognition nach oben kommst, du hast was geschafft, was wirklich mega ist. Und mir ging es dann immer so, ich bin hochgegangen und dann musstest du ja irgendwie was sagen, wie du das gemacht hast. Und ich, also alle sagen ja immer, wow, Recognition ist so super. Ich weiß nicht. Also bei mir war dann immer so, ich habe mich dann immer so gefühlt, als bin ich jetzt ein Angeber oder sowas, keine Ahnung, oder als, ach, keine Ahnung, ist doch egal, das sind meine persönlichen Probleme, ist egal, ich erkläre euch nur, wie man so 90 Day Run macht, okay? Auf jeden Fall, gut, also, let's go. Step Nummer 1 war die Entscheidung. So, für die Entscheidung musst du bereit sein, du musst das wollen. Das kann niemand für dich entscheiden, du kannst nicht dein Team treten, das kann auch der Eric dir praktisch nur sagen, aber du musst ready sein. Und auf Englisch sagt man so schön, you need to be sick and tired of being sick and tired. Auf Deutsch übersetzt heißt das, du musst einfach in einem Status sein, wo du sagst, ich habe einfach genug. Jetzt ist time to shine. Okay? Und diese Frage musst du dir selber beantworten. Und ob das du bist. Und manchmal ist ja Network Marketing auch wirklich schwierig. Vor allem, wenn man durch sein Network Marketing Geschäft kriecht, dann ist es schwierig. Und wenn du sagst, it's enough, bis hierhin und jetzt ein anderes Level, dann kann das sein, dass du ein Kandidat bist für einen 90 Day Run, okay? So, die Entscheidung ist einfach durchzuziehen, alles zu geben. Es gab 3 Grundregeln, ich schreibe dir mal auf. Die erste Grundregel, die habt ihr schon gehört, ist 100% geben. Alles, Vollgas. Bedeutet, vorbereiten. Du kannst ja nicht einfach 100% geben. Das bedeutet ja, dass du dich wirklich deinen Kalender freimachen musst, dass du alle Ablenkungen vermeiden musst, dass du vielleicht mit deiner Family reden musst, dass du das wirklich wie so eine Art Projekt siehst. Total Immersion. Voll reinspringen in den Pool. Ja? Das ist das, auch was mich heute immer noch so fasziniert, dieses ganze Thema, diese Obsession. Es gibt, ich habe gestern von Kobe Bryant erzählt, es gibt noch ein anderes Interview von Kobe Bryant. Der war wirklich ja dafür wirklich bekannt, Mamba Mentality. Ja? Und er hat dort davon geredet, wie viel er trainiert hat. Morgens um 4 Uhr aufgestanden. Dann von 5 bis 7 die erste Trainingseinheit. Dann nach Hause Frühstück. Dann von 9 bis 11 die zweite. Dann Recovery. Dann von 14 bis 16 die dritte. Dann irgendwie wieder Recovery. Dann von 18 bis 20 die nächste. Überleg mal. Und er sagte, es ist völlig egal, was die anderen Spieler gemacht haben im Sommercamp. No one will outwork me. Und das ist so dieses Rezept für mich, auch in meinem Leben, was mir den meisten Erfolg gebracht hat.
all in. Ja, ihr habt ja heute Morgen von Küffi, Andreas Küffner, gehört, dass er diesen Triathlon machen will. Und ich habe mir ja in den Kopf gesetzt, dass ich in die Tennis-Weltrangliste will. Was ziemlich unrealistisch ist, wenn man 35 startet. Das heißt, ich brauche einen ATP-Punkt. So, und ich habe mich da wirklich mit auseinandergesetzt und habe angefangen zu trainieren und zu machen und zu tun und so weiter. Und ich habe gemerkt in den letzten Wochen, dass ich so nicht weiterkomme. Also ich komme schon weiter, aber no way schnell genug, um das wirklich zu schaffen. Keine Chance. Also, 100%. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen ATP-zertifizierten Coach geholt, der aus Indien nach Dubai kommen wird im Mai, der mir morgens 2 Stunden Tennisplatz, dann mittags 2 Stunden Gym, dann nachmittags 2 Stunden Tennisplatz, dann abends Videoanalyse und komplett Mindset, Strategie, Taktik, alles, Ernährung, Recovery, Kryotherapie, Physiotherapeut, Sauna geplant, Essen geplant, alles komplett Total Immersion, 100% in meinem. Just to see what happens. Just to see what happens. Nur mal schauen, was wäre wenn. Und nebenbei noch weiter mein Network-Marketing-Business aufbauen. Just, man hat ja auch noch ein Imperium zu leiten, ja? So, aber nein, Spaß beiseite. Aber weißt du, dieses Ding, und ich erzähle die Story deshalb, weil es wirklich so ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Wenn ich etwas wirklich will, ist die Frage, bin ich bereit dafür alles zu geben? Ja oder nein? Und die Antwort war damals, ja. Die Antwort ist heute, ja. Okay? Das ist diese Frage, die du dir selber stellen musst. So, jetzt kommt die zweite Sache. Die zweite Sache ist, nur produktive Tätigkeiten sind erlaubt. Also, nur, ich sage jetzt einfach mal EPAs, einkommensproduzierende Aktivitäten. Nur EPAs. Also, ich formuliere das mal so. Jede Aktivität, die zu Umsatz führen kann, ist erlaubt. Alles andere machst du wann anders. Okay? Das ist interessant, weil, ich sag mal, wenn du das wirklich dir mal überlegst, was das eigentlich bedeutet, also du fängst jetzt an zu arbeiten, sagst, okay, heute jetzt 100% Vollgas, nur einkommensproduzierende Aktivitäten, okay, was ist das eigentlich? Okay, mit Leuten sprechen. Du fängst an, sprichst mit Leuten und dann merkst du gar nicht, wie du plötzlich nach 20 Minuten gerade gar nicht mehr 100% gibst, sondern deine Energie ist ein bisschen gefallen. Also habe ich gelernt, 100% geben ist nicht eine Entscheidung, die du einmal am Anfang triffst, sondern das ist wie ein, das ist wirklich wie beim Hochleistungssport, konstantes Repushing. Konstant. Ich habe mir irgendwann so Zettel gemacht, 100%, 100%, 100%, überall um mich rum, um mich immer wieder darauf zu besinnen, gebe ich gerade 100%. Und im Network Marketing geht es vor allem um die Energy. Bin ich präsent, wenn ich mit jemandem spreche? Gebe ich 100% meiner Präsenz? Gebe ich 100% Passion, Energy? Bin ich gerade maximal begeistert? Oder erzähle ich nur meinen Text? Und das konstant, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann sitzt du plötzlich da und scrollst auf Instagram. Du hast es gar nicht geplant, es ist einfach nur passiert. Warum? Gewohnheiten. Und dann sofort Snap out, zurück, nächste produktive Aktivität. Direkt das nächste Gespräch, direkt die nächste Präsentation, direkt das nächste Meeting. Und das wirklich konstant durchzuziehen. Und der Zeitrahmen war von morgens 8 bis nachts um 12. Und dann später haben wir es übertrieben. Dann wurde es mehr und mehr und mehr und mehr. Irgendwann haben wir uns gefragt, warum schlafen wir überhaupt noch? Und es gab damals eine CD, nach diesem Vortrag fragen alle immer, was war das für eine CD, wo kriege ich die? Ich habe keine Ahnung, bitte frag mich nicht, ja. Ich habe die auf einem Makler-Event gekauft. So. Da war auf jeden Fall, ging es darum, da steht, gefühlte Tiefenmeditation, wie man 4 Stunden REM-Schlafphase in 15 Minuten oder 25 Minuten oder so irgendwie bekommt. Und ich dachte, perfekt. Genau das Zeug, das ich brauche. So, und dann habe ich wirklich, wir haben praktisch gar nicht mehr geschlafen und haben uns 3-4 Mal am Tag hingelegt, also ich und mein Kumpel damals, und haben uns halt diese CD angehört und er hat runtergezählt und ich habe nie gehört, was auf der CD war, weil während er runtergezählt hat, habe ich sofort eingeschlafen. So, aber anyway, zurück zum Thema. Also, 100% Vollgas.
nur EPAs, nur einkommensproduzierende Aktivitäten, alles andere danach. Und weißt du, wenn du das einen Tag machst, cool. Wenn du das 3 Tage machst, wow. Wenn du das 2,5 Wochen machst, dann verändert sich etwas. Du fängst plötzlich an, ich habe angefangen, normale Sachen zu vermissen. Einfach mal durchatmen. Einfach mal in Ruhe was essen. Einfach mal mich in die Wiese legen, was ich normal nie machen würde. Ja? Mal ins Kino gehen, einen Film gucken, I don't know, irgendwas. Einfach mal Blödsinn quatschen mit jemandem. Nothing. Kann man alles danach machen. Merkst du die Extremität der Geschichte? Also es ist extrem. Deswegen kannst du es auch nicht für jemanden entscheiden. So, und jetzt, wenn du jetzt überlegst, jetzt hast du ja die ganze Zeit, du hast volle Energie und du machst nur einkommensproduzierende Aktivitäten. Jetzt kommt immer diese Highlight-Frage. Ja, aber was genau hast du denn jetzt gemacht? Und das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt kommt von Tony Robbins. Tony Robbins hat einen Teil seines Trainings, das hat er immer wieder und immer wieder geschult, und ich will euch kurz die Story erzählen. Er war eingeladen auf einem Talk, und dieser Talk war relativ kurz. Und normalerweise ist es ja so, dass er Seminare macht, die dauern irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stunden das kürzeste. Ja? So, und er hatte halt irgendwie 18 Minuten. Ich glaube sogar, es war ein TED-Talk, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo es ursprünglich war. Auf jeden Fall, in diesem Talk waren wirklich erfolgreiche Leute. Da war sogar Al Gore, einer, der für die Präsidentschaft in den USA nominiert war und dann nicht gewonnen hat. So. Und er hat die Leute gefragt, hey, denkt mal bitte an eine Sache, bei der ihr versagt habt. Also ein Ziel, was ihr euch gesetzt habt, ihr habt es nicht erreicht. Und jetzt möchte ich mal hören, warum hast du es nicht erreicht? Ruft mal rein. Und dann haben die Leute, ja, oder ruf mal rein, genau, wir machen es einfach. Ruf mal rein, warum nicht? Nicht konsequent genug, keine Ausdauer. Nicht genug Disziplin. Nicht dran geglaubt. Nicht dran geglaubt, okay. Payoff nicht richtig definiert. Payoff nicht richtig. Ausreden gehabt, nicht genug Zeit gehabt. Nicht gemacht. Nicht dran. Was? Bühne? Was heißt das? Müde. Tired. Die Grüne? Müde. Müde. Okay, müde geworden. Okay, wir haben also auf diesem Vortrag, wir haben nicht genug Geld. Wir hatten nicht genug Zeit, die Deadline war zu kurz. Ja, wir hatten nicht genug Leute, die dran geglaubt haben. Und Al Gore, der hat gesagt, ich hatte einfach nur nicht genug Wählerstimmen. Und dann haben alle gelacht. Und dann hat er gesagt, okay, fair enough. Aber ihr seid alle falsch. Das sind alles nicht die wahren Gründe. Weil alles, was ihr mir gebt, sind Ressourcen. Ich hatte nicht genug Kontakt, ich hatte nicht genug Zeit, ich hatte nicht genug Geld, ich hatte nicht genug Energie, ich hatte nicht genug Motivation, ich hatte nicht genug Ausdauer. Aber das sind nur die Ressourcen. Der wahre Grund, warum du es nicht geschafft hast, ist, weil du mangelnde Resourcefulness hattest. Und die beste Übersetzung dafür ist Einfallsreichtum oder Kreativität, diese Ressourcen zu besorgen. Ich hatte nicht genug Geld, okay, aber du hattest vor allem auch nicht genug Resourcefulness, das Geld zu besorgen. Du hattest nicht genug Kontakte, okay, aber du hattest wirklich nicht ausreichend Einfallsreichtum, die Kontakte zu generieren. Das heißt, es gibt ein darunterliegendes Level, was deine eigene Resourcefulness, dein eigener Einfallsreichtum, deine eigene Kreativität beschreibt, und das war der wirkliche Grund, warum du es nicht geschafft hast. Okay, und das ist mir gekommen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe an Tag 2, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann haben wir etwas gemacht, simples Ding, und zwar Brainstorming. Brainstorm. iPhone an, 2 Minuten, Countdown, go. Und jetzt einfach nur schreiben. Was ist die Aufgabe? Schreib alles auf, was dir einfällt, was einkommensproduzierend ist. Egal was, schreibt alles auf, nicht urteilen. Ich gebe euch Beispiele. Beziehungsweise, wir können ja auch mal zusammentragen. Ich bin immer so schlecht in so Gruppenübungen, aber wir machen das jetzt mal. Ich muss ja auch mich weiterentwickeln. Also, so, was kann man denn zum Beispiel machen? Ich fange mal an. Ich kann zum Beispiel einen Call machen mit meinem gesamten Team und kann ihnen erzählen, dass ich in einen Run gehe und warum, und die Story teilen. Weil es könnte ja sein, dass dann andere Leute sagen, oh wow, das bin genau ich bin mit dabei. Zum Beispiel eine gute Idee, oder?
So, eine zweite Idee, ich gebe euch noch eine zweite und dann sammeln wir ein bisschen. Ich könnte ja zum Beispiel mal, vor allem wenn ich noch nicht jetzt so ein riesengroßes Team habe, einfach mal jeden neuen Neueinsteiger anrufen und kontaktieren, was ich ja normalerweise nicht mache, wenn ich sie nicht selber gesponsert habe, und einfach mal sagen, hey, ich habe gesehen, hier, Annemarie, du hast dich bei uns registriert, ich wollte einfach nochmal Hallo sagen, ich bin auch mit dabei, ich hoffe, du hast ein tolles Erlebnis und könnt ihr auch mal vielleicht fragen, wie die Person gestartet ist und vielleicht gibt es ja auch noch ein größeres Package, als Beispiel jetzt einfach mal, ja? So, oder noch ein anderes Produkt, was wir noch nicht ausprobiert haben. Also, Neustarter willkommen heißen. Kann man nicht lesen, aber ihr wisst, was ich meine. So, was könnte man denn noch machen? Gebt mal auch mal rein. Ich könnte nach Empfehlungen fragen, perfekt, was könnte ich noch machen? Ich könnte in der Tiefe arbeiten. Beispiel dazu, was mir eingefallen war, ich könnte mal die aktuellen Incentives nehmen, die es so gibt, es gibt ja immer irgendwelche Incentives, und könnte mal durch meine Orga durchgehen und könnte mal mir überlegen, also ich überlege mir mal, der best possible case von meinen Leuten, was wäre so ein richtig durchschlagender Monat für diese Person. Weil manchmal ist es ja so, dass wir zuerst an unsere Leute glauben müssen, bevor sie daran glauben können. Und wenn ich mal den best possible case ausrechne und mache das, das war, werde das nie vergessen, das war ein Tag, der war genau das auf meiner Brainstorm-Liste, da bin ich morgens um 5.30 Uhr aufgestanden und habe vor dem Flipchart gestanden und habe aufgeschrieben, Ute und Frank und Janis und so weiter und habe alle Promos durch und habe mir überlegt, so was wäre der beste, das beste mögliche Ergebnis. Und dann habe ich denen Nachrichten geschickt und habe gesagt, gut, wenn du wach bist, ruf mich unbedingt an. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst diesen Monat 3.800 Euro verdienen plus eine Reise nach Griechenland. Der ist natürlich vom Stuhl gefallen, weil der hat irgendwie 500 Euro verdient und hat wahrscheinlich sich die Reisequali nicht mal durchgelesen. So, und dann hat mich angeguckt, was ist los, was ist passiert? Ich sagte, glaubst du nicht? Ich war die ganzen Morgen wach und hab mir das angeschaut und hab mir überlegt, schau mal, wir haben die Promo und das. Und wenn du noch das machen würdest, schau mal, du müsstest halt drei Leute sponsern, aber das kriegen wir hin, wenn wir zum Beispiel gemeinsam so und so die Dreier-Calls machen. Und ich habe ihr das dann erklärt, was sie machen müsste und dass das ja dann eigentlich gar nicht unrealistisch ist. Und hab dann das Buy-in bekommen und plötzlich ist sie losgelaufen und gesagt, boah, Mann, das wäre ja unglaublich, wenn ich das schaffen würde. Nur eine weitere Idee. Was könnte man noch machen? Manchmal ist auch so doofe Einfälle wie mehr Produkte essen. Also wenn du jetzt Produkte zu essen hast, ja? So, mehr Produkte essen. Auf der anderen Liste stand mal drauf, hey, ess mehr Produkte, mach einen Call, sag allen, ess mehr Produkte. Ja. Mehr hilft mehr, habe ich mal gelernt. So. Mehr Social Media über die Produkte. So, was kann man noch machen? Mehr Social Media. Aktiver auf Social Media sein, richtig. Zum Beispiel, aber ganz wichtig, aufgepasst. Reingehen, was Geiles posten und wieder rausgehen und weiterarbeiten. Ja? Also nicht konsumieren, sondern kreieren. So, was kann ich noch machen? Und zwar, ihr habt Ideen. Ich könnte zum Beispiel Incentives mir überlegen. Ja? Ich könnte aber auch mal die bestehenden Incentives promoten. Was noch? Eine Challenge starten. Perfekt. Was noch? Ja, das ist ein guter Punkt, da wollen wir gleich drauf Testimonials machen. Genau, ich kann zum Beispiel Stories sammeln und kann die promoten. Was kann ich noch machen? Ich kann Leute aus meinem Team nehmen und kann zum Beispiel Erfolgsinterviews streamen auf Facebook und auf Instagram. Nimm irgendwen aus deinem Team, der 4 Wochen dabei ist und die ersten 4 Wochen eine coole Erfahrung hat, geh live auf Instagram und interview die Person und lass die mal erzählen. Alle deine Follower und alle deren Follower schauen sich das an und sagen, boah, Wahnsinn. Ja, und so weiter und so weiter. So, was haben wir bisher noch gar nicht erwähnt? Genau, die ganz normale Basisarbeit. Man könnte ja auch zum Beispiel Leute einladen und Präsentationen machen, oder? Also mal nur als Idee jetzt, ja. So, wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. So, und ich habe mir dann damals gesagt, okay, ich brauche einen Notfallplan. Was ist denn, wenn das mit diesem 90-Day-Run alles überhaupt nicht funktioniert? Was mache ich denn dann? Und mein Notfallplan war der. Ich habe gesagt, okay, wenn ich jeden Tag, mein Standard waren immer so 3 Einladungen am Tag, noch 2 oder 3 neue Einladungen am Tag und dann natürlich Follow-up und der ganze Kreislauf. So, dann habe ich gesagt, was wäre, wenn ich in diesem Run einfach mal sagen würde, ich mache 10 am Tag. 10 am Tag. Überleg mal, 10 am Tag bei 90 Tagen, das sind 900 Konversationen. Runden wir mal auf und sagen, es sind 1000. Ich habe noch niemanden gesehen, der 1000 qualitative One-on-One-Gespräche geführt hat nach 90 Tagen. Noch nie gesehen. So jemand gibt es gar nicht. Und wenn du einen von 10 einschreibst, hast du 100 Frontlines. 100 Frontlines. Nach 90 Tagen.
Ist ja völlig egal, ob der 90 Day Run funktioniert hat, du bist trotzdem eine Legende in deiner Company geworden. Haha! Ein Plan, der mir gefällt, ich kann gar nicht verlieren. Ich muss nur bereit sein, übertriebene Aktionen zu gehen. Das war mein Backup. Also war auf meiner Liste die ersten 100 Sprachnachrichten direkt am ersten Vormittag raushauen. So, und Leute wollen immer ein Beispiel haben. Was hast du da gesagt? Ich geb's euch. Gut, dass ihr es schon mal erzählt habt, deswegen weiß ich nicht immer, was die Fragen sind. So, was sage ich? Ganz einfach, ich habe eine Liste gemacht. Hatte ich eine Liste mit 1000 Leuten ready? Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber was ich machen konnte, ich habe Excel aufgemacht, habe geschrieben 1, 2, 3, 4, 5 und wenn du dann die Zellen markierst und runterziehst, wer weiß das, Excel, ja. Dann zählt er von alleine runter bis 1000. Und dann dachte ich, oh shit, die Liste ist ganz schön lang. Ja, so. Und dann habe ich einfach mal oben angefangen, mal die ersten 70, 80, 90, 100, 200 Namen runter zu tippen und dann wurde es dann auch schon eng. Da habe ich gesagt, na gut, ich habe ja auch noch Zeit, das reicht jetzt mal für den Anfang. So. Und dann habe ich für die ersten 100 einfach an einem Vormittag, ups, jetzt mal wieder an, eine Sprachnachricht geschickt. Und das war ungefähr so. Hallo Bernd, guten Morgen, der Danny hier, du pass auf, der absolute Wahnsinn, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Habe jetzt 2, 3 Tage darüber nachgedacht, ich habe eine Riesenliste geschrieben mit allen Leuten, die mir einfallen, die wirklich was bewegen wollen, die Power haben, die Energie haben. Das ist was, was mich an dir immer fasziniert hat, dass wenn du für eine Sache stehst, du voll durchziehst. Und es gibt nicht viele Leute, die so sind wie du. Und aus dem Grund stehst du bei mir ganz oben auf der Liste. Und ich habe ein Projekt, ich war gerade in den USA, ich bin zurückgekommen, ich habe eine Idee, ich komme davon nicht los, das wird absolut crazy. Ich muss das mit dir besprechen, lass mich wissen, wenn du 5 Minuten Zeit hast, call me, zum Beispiel. Ja? Das Ding ist aber, es war individuell, es war unterschiedlich, je nachdem, was das für eine Person war. Okay? So. Und ich habe eine gemacht und ich habe 2 gemacht und 3 und 4 und in der Intensität, wie ich auch gerade spreche, und 5 und 6 und laufe da lang, so wie Donald Duck im Comic, der sich selber eingräbt, ja, und mach weiter. Und irgendwann merke ich so, wie jetzt, so, boah, meine Stimme geht ja weg, ich brauche mal Wasser. So. Und dann trinke ich Wasser und mache weiter. 30, 31, 32, 33. Ich denke mir so, boah, das ist voll anstrengend. Das ist ja voll anstrengend. Und ich gucke auf die Uhr und ich habe 8 Uhr morgens angefangen und ich gucke auf die Uhr und es ist irgendwie 9.45 Uhr. Am ersten Tag von 90 Tagen. Und ich denke mir, das ist ja Wahnsinn. Du kannst ja wirklich an einem Tag mehr machen als andere Menschen in einem Monat. Das musst du erstmal durchziehen. Das ist ja unglaublich. Und weiter und weiter. Und ich habe die 100 Knaller durchgezogen. Ich war klitschnass geschwitzt. Ich muss erstmal mein T-Shirt wechseln. Und ich habe noch nicht mal Mittag, ich habe noch nicht mal 12 Uhr gehabt. Am ersten Tag. Und weißt du, was als nächstes passiert? 45 Leute davon schicken eine Antwort. Ja, wieso antwortet ihr mir denn auch noch? Dann habe ich die alle aufgeschrieben und dann habe ich halt mit denen gesprochen und dann habe ich die Termine gesetzt und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn Leute dann gesagt haben, oh nee, das ist nichts für mich, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, Kohl einer weniger. So, und dann ging das los und dann habe ich halt jeden Tag noch 10 weitere dazugefügt. Das ging noch genau 5, 6 Tage gut. Ich hatte keine Sekunde mehr Zeit, neue Leute anzurufen. Ich weiß, ich werde die Zahlen nie vergessen, neben den 100, die ich da gemacht habe, ich habe noch genau 67 weitere Leute kontaktiert. That's it. Ich bin genau 167, ich habe 167 Kontakte gebraucht. Das war's. Das hier ist das, was der totale Gamechanger war, diese Brainstorm-Aktion. Immer wenn das vorbei war, habe ich gesagt, okay, was ist gut, was ist schlecht. Also ich hatte auch eine Idee, war in Dubai einen Scheich finden, der für 1 Million Euro Produkte kauft. Hey, es war eine Idee, nicht so gut, aber hey, you never know. Ja, so. Und ich habe natürlich die dann mal rausgestrichen, wo ich dachte, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen nicht so realistisch, aber alle anderen habe ich genommen, priorisiert und Vollgas. Und während ich das dann gemacht habe und diese To-Do-Liste praktisch abgearbeitet habe, bin ich geistig in diesen Status gekommen, dass ich resourceful war. Mir sind plötzlich mehr Sachen eingefallen. Die vorherrschende Frage war plötzlich sowas, was kann man denn eigentlich noch alles machen, was für Begeisterung sorgt? Was kann man eigentlich noch alles machen, was für Umsatz sorgen könnte? Was wäre denn eigentlich noch etwas, wo man den Belief und den Glauben fürs Team erhöhen könnte? Was wäre denn noch etwas, wo mehr Leute das sehen könnten? Was wäre denn eigentlich das Verrückteste, was wir machen könnten? Also, wenn ich zum Beispiel einen wöchentlichen Teamcall mache,
dann kann ich einfach nur einen wöchentlichen Teamcall machen, so als Beschäftigungstherapie, und die Leute haben irgendwie auch gar keine Lust mehr draufzugehen. Oder ich sage, hey, wenn ich mal meinen wöchentlichen Teamcall mache, wie könnte ich denn eigentlich den wöchentlichen Teamcall world class machen? Was müsste ich tun? Think outside of the box, damit sie alle völlig ausrasten würden. Genau, zum Beispiel jemanden draufholen, den sie nicht erwarten. Und vielleicht muss man dafür mal kämpfen. Und das war nicht dieser 90-Day-Run. Ich hab insgesamt mittlerweile 4 Stück gemacht und jedes Mal war es radically crazy. Ich habe vorletztes Jahr bei Anfang Corona einen gemacht und da war genau diese Idee mit diesem Team-Call. Und dann hatten wir innerhalb von 4 Wochen, ich glaube, wir hatten sie alle auf dem Call. Also den einzigen, den ich nicht geschafft habe, war Philipp Lein. Habe ich echt versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Aber alle anderen hatten wir drauf. Ob das Eric war, ob das unsere CEO war, die noch nie auf dem Call war, das was für uns intern relevant war. Ja? Ob das irgendwie Nobelpreis-nominierte Leute waren, ob das Eric Thomas war, ob das Zoe Beck war, ob das Dirk Kräuter war. Ich hätte die waren alle drauf. Innerhalb von 4 Wochen. Überlegen wir, was passiert ist. Und wir haben dann irgendwie alle 3 Tage einen Call gemacht und haben irgendwie alle 3 Tage irgendein Feuerwerk angezündet. Die Leute sind völlig durchgedreht. So, das ist nur ein Beispiel, das ist ja nur der Call. So, und du merkst schon, wo ich hinaus will. Wenn du aus dieser Opferrolle rausgehst und sagst, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, hingehen zu sagen, hey, was kann ich eigentlich noch alles machen, was Umsatz produzieren würde. Das sind manchmal auch so simple Ideen, meine Tante weiß gar nicht, was ich mache. Dann ruf sie einfach an. So, was du eigentlich normalerweise direkt tun würdest, sagst, na komm, mach ich mal anders. Einfach dann mal machen. Und ich habe ein paar Sachen gelernt, als ich es gemacht habe. Das erste war das, du brauchst eigentlich gar nicht mehr unbedingt Dinge zu priorisieren, weil du hast eh die ganze Zeit, du brauchst nicht mehr sagen, mache ich jetzt das oder mache ich das, nee, du machst einfach das und das. Und dann das. Und während du das machst, fällt dir noch was ein, dann machst du das auch noch. Und dann machst du das auch noch. Und dann machst du, gehst einfach alle Wege. Das ist wie, du bist auf dem Fischerboot, so stell ich mir das vor, und hast so verschiedene Modelle, mit denen du jetzt angeln kannst. Den hier und den hier und den hier. Und normalerweise würdest du sagen, naja, das wäre jetzt für das Gewässer das Beste und der Köder. Und jetzt sagst du aber, ich nehme einfach alle und werf sie rein. Okay? Und das ist so ein bisschen das Ding. So, das nächste, was passiert ist, ich habe immer das Ziel im Blick gehabt. Immer das Ziel im Blick. Ich wusste genau, was mein Ziel ist. Und mein Ziel war ursprünglich, eine gewisse Stufe zu erreichen. Du musst dir vorstellen, ich nenne das jetzt einfach mal Blue. Ja, es gab so eine Stufe, so die hier, das war mein Pin. Das war mein Pin, okay? Den habe ich mal irgendwann erreicht, aber ich war bei weitem nicht nach dieser Stufe bezahlt. Okay? Sondern es ging genau ein Rang runter, noch einer runter, noch einer runter, noch einer runter. Und das bin ich wirklich bezahlt gewesen. Okay, so, und mein Traum war, das verrückteste, möglichste Ergebnis, hier wieder hinzukommen. Diesen Pin, den ich da habe, wirklich echt auch bezahlt zu bekommen. Okay, so, und dann ging das halt los und ich habe halt natürlich ein Umsatzziel gehabt, was man halt erreichen musste. Und ich habe mir jeden Tag hingeschrieben, was ich für einen Umsatz brauche, zum Beispiel, weiß ich nicht, 24.000 Punkte als Beispiel. So, und dann habe ich angefangen, das runterzurechnen. Jeden Tag ich habe immer die Zahlen im Blick gehabt. So, und die Intensität war natürlich crazy. Und dann ist etwas passiert irgendwann. Wieso ist das dann so abgehoben plötzlich? Ich kann das nur so beschreiben. Das ist wie, vielleicht kennst du das, nehmen wir nochmal Sport als Beispiel, vielleicht hast du mal Fußball gespielt oder Tennis oder Tischtennis oder ich habe keine Ahnung, was du machst. Ja? Und es gibt so diesen Moment, wo du etwas machen kannst, wo du weißt, das kannst du eigentlich gar nicht. Du kannst es nicht. Ich kenne es nur, ich habe früher Tischtennis gespielt und weißt du, so dieser Moment, du stehst 3 Meter hinter der Platte, der smasht dir auf die Rückhand und der kommt und du weißt einfach, du knallst ihn hinten links an die Kante und der fliegt auch tatsächlich hinten links an die Kante und alle sagen, wow, und das Erschreckende ist, du wusstest, bevor du einen Schlag gemacht hast, du wirst ihn treffen. Und es geht eigentlich gar nicht. Ich beschreibe es mal als den Flow-State. Es ist der Moment, in dem einfach gerade kurzzeitig leider nur, aber alles funktioniert. Kennt ihr den? Ja. Es funktioniert alles, es ist unreal, es funktioniert einfach alles. Das ist dieses 7:1 Deutschland gegen Brasilien WM-Spiel. Ja? Dieser Moment, wo einfach wo es praktisch, du sprichst es aus und es passiert in dem Moment, wo du es aussprichst. Und das ist dieser Status, in dem wir uns da reingearbeitet hatten. Wir waren irgendwann an einem Punkt, wo es keine Rolle mehr gespielt hat. Du musst dir vorstellen, mein Team hat vorher ungefähr so 80 Neueinschreibungen im Monat gehabt. Damals, 10 Jahre her. Wir haben in diesem Monat über 1000 Leute im Team gesamt eingeschrieben. Wir haben die per Fax eingesendet. Ich musste Druckerpapier nachladen. Das war völlig wild.
unglaublich krass. Und die Essenz der Geschichte, um es zu Ende zu bringen, war folgendes. Als ich das geschafft hatte, kurz vorher, rufe ich meinen Sponsor an, sage ich, Bro, you will not believe it, ich krieg das hin. Und dann sagt er, hey, wenn du eine Stufe weitergehen würdest, nur eine Stufe, ja, dann könnte ich auch den nächsten Rang machen. Und das ist halt ein Kumpel von mir, ja, also das war jetzt in dem Fall cool. Und dachte ich, oh shit, okay. Und dann habe ich gesagt, Bro, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich verspreche dir eins, ich tue einfach mal so, als wüsste ich es und mach's einfach. Nur for the record, ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll. Aber das vergesse ich jetzt. Und dann habe ich meinen Flipchart abgerissen, habe die neue Zahl hingeschrieben. Und habe einfach brainstormt. Was müssen wir machen? Wie müsste es aussehen? Wie könnte es passieren? Was sind die Aktionen? Wo können wir noch verbessern? Und wirklich obsessed damit. Gemacht, getan. Du wirst nicht glauben, 3 Tage vor Ende des Monats. Oh mein Gott, ich habe es in Reichweite gesehen. Ich rufe ihn an und sage, Kevin, you would not believe this. Ich glaube, wir schaffen es. Keine Versprechung, aber ich glaube, wir schaffen es. Und er war gar nicht begeistert. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los? Dann sagt er, ja, mein Team in Hongkong, die machen ein bisschen weniger Umsatz als erwartet. Könntest du eine Stufe mehr machen? Ich sage, hold on. Guck mal auf den Tacho, Junge, ist noch 3 Tage Zeit. Wie soll ich denn jetzt noch, also verstehst du, die nächste Stufe hier hieß Purple. Gut, lila wollte man jetzt eh nicht sein als Typ. Und dann gab es mal White, das war schon interessant, ja. So, und ich dachte so, what? Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich 5 Tage vorher gesagt habe. Just for the record. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich vergesse das jetzt einfach und ich tue einfach so, als wüsste ich es. Und ich gehe wieder zu meinem Flipchart und ich reiße wieder die alte Zahl ab und ich schreibe einfach die neue Zahl drauf. Und die neue Zahl war 70.000. Und das Video findet ihr heute noch auf YouTube, wenn ihr gucken wollt. Das heißt die Monavi Party. Die Firma gibt es nicht mehr, deswegen kann ich den Namen sagen. Was? Die Monavi Party. Monavi. Das war die Firma damals, die gibt es nicht mehr. Monavi Party. So. Wie auch immer. Und da habe ich aufgeschrieben, Projekt 70.000. Hab mir was Schicks angezogen, hab ein Video gemacht, hab gesagt, Leute, the greatest thing ever, wir machen Projekt 70.000. Völlig, also es hat jeglicher Logik widersprochen. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn das Krasseste, was man machen könnte? Und damals mein Team war jung, männlich, wollte Party machen. Ja. Und das Lustigste, ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben und noch nie Party gemacht. Und ich sag so, okay, alright, was wäre das Krasseste, was man tun könnte? Es gab einen Club, der hieß Mikro in Frankfurt, da war famous dafür, dass die VIPs nicht reingekommen sind. Da habe ich gesagt, okay, wir werden diesen Club nicht nur hingehen, sondern wir werden ihn zumachen am Samstagabend und nur wir kommen rein und wir entscheiden, wer kommt rein. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, wie das geht, wie viel das kostet, was man dazu machen muss, wen man bestechen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Also habe ich einfach gesagt, say yes! Tell the world and figure it out. Und ich habe das aufgeschrieben, habe so eine Flasche dahin gemalt, weil das war unser Produkt, so sah das ungefähr aus, also richtig schlecht. Da steht Projekt 70.000 und ich habe meinen Leuten dazu beglückwünscht, dass wir dieses Projekt schaffen werden, in den nächsten 72 Stunden 70.000 Punkte reinzuballern mit irgendwie den Leuten, die komplett auf Rot gelaufen sind. Und long story short, mitten in der Nacht, letzte Nacht, wir packen das rein und haben es geschafft. Und du musst dir das vorstellen. Du musst dir das vorstellen. $70.000 nur Rank Advance Bonus habe ich mir da reingepfiffen. Sheesh! 70.000, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen gehabt. Und alles, was ich wollte, war schlafen. Einfach nur schlafen. Dieses doofe System hat mich geupdatet und ich wollte sicher gehen, dass auch kein Bug fehlt. Deshalb sind eine Bestellung fehlt. So. Und als es endlich drin war, es war irgendwie 8:30 morgens in der Zeitverschiebung, dachte ich, oh, jetzt einfach schlafen und dann ist eins passiert, ich konnte nicht schlafen. Unglaublich! Ja, das war Tag 55, ich war klinisch tot. Ich habe übrigens die 90 Tage nicht durchgezogen, weil da war dann mein Belief am Ende, dass es noch weitergeht. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach frühstücken. Und dann habe ich mir eine Sonnenbrille aufgezogen, bin durch Wuppertal gelaufen, ans Islandufer. Habe die Leute angeschaut, die Montagmorgen auf die Arbeit gefahren sind, dachte mir, krass, ich habe gerade Olympia gewonnen. Und keiner weiß es. Vielen Dank!
what happens when you decide to talk to somebody or not talk to somebody. When you decide to prospect or not prospect, you decide to train or not train. If you don't say the words, if you don't plant the seed, it doesn't have a chance to grow. And now he was able to plant some seeds in you, I hope, that you're going to be able to use. Some of you have decided in the last 30 minutes. You've made a different level of decision. Who's made a different level of decision in the last 30 minutes? Yeah! Now, I also want to talk about something else, and he doesn't know I'm going to talk about that. I don't know. All right. Talk about it. Outside of your family, yeah. How many different passions do you have? You have quite a few passions, right? Fashion? He loves fashion. Philip Lane, he did like everything. Yeah. You know, he's big into fashion. And what else? Well, tennis. Tennis? And everything that's luxurious. Anything, whether it's a luxurious. Anything. Yeah. If it's a cappuccino with gold flakes on it, it's mine. They're all anything. Yeah. All your watches, bro. All my watches. All your watches. Okay, cool. Now, I wanna talk to you about permission and imagination again. Imagination one, permission two. When was that video? 10 years ago. Crazy. 10 years. And from there to today, between you and Stefania, this is not an income claim. I'm not using it for any inducement purposes, but approximately how much do you earn in a year or in a month? Approximately, between the, as a household. $500,000 a month. Half a million a month. Indian rupees? No. US dollars in Dubai without taxes. US dollars in Dubai without taxes. $500,000 a month. Deep. Amazing, yes? Do you consider yourself wealthy or poor? Broke. Broke. Because. Now, he's not unhappy. I don't want you to misinterpret. He's not unhappy. But his imagination is much bigger than his current income. Yeah. His imagination is quantum leaps beyond, which tells me, without a doubt, he's going to go far beyond where he is today. There's no doubt in my mind it's going to happen because he's given himself permission, radical permission, to think much, much, much higher. So I want to say again to you, you need to give yourself radical permission to go higher in your mind. Now I also want to say one other thing, is this applies to other passions. You heard him say he loves tennis. I told the tennis story. You told the tennis story. Yeah, but you tell it. And you, no, he no, told me yesterday, or day before yesterday, I'm really going to go do it. I'm going all in. I'm going, I've got a coach, I've got the whole thing. And he's using the same principles to be able to do what everybody said was impossible in the tennis world. And who would love to see him prove the whole world? Who would love to see that? So it's okay for you to have something that your family and your friends and even the experts say that's impossible. Yeah, that's the thing. I was having, very quickly, I had lunch with Stefanos Tsitsipas. He's number 4 in the world currently. He told me, what's your goal? I said it and he said, it's not possible. Get any other, like, you won't do it. And I said, tell me more. Like, tell me again. I love it. Yeah. I met Borna Koric. I played with him. He's like top 100. I played with, I had in our house, bro, the WTA, whatever federation person, I have no idea what, like, really high up. When the Dubai Duty Free World Tournament was, I was sitting next to the royal family on the seat right next to him for the Djokovic match.
I like imagine like I had zero contacts in tennis like just 1 year ago. Nothing. Why? Why did all that happen? He gave himself permission to imagine this as a possibility. And it started opening up a conversation, and it opened up a relationship, and it opened up an opportunity, and it introduced him to a coach. And it started him on a process, and this process has been what most people would consider a serious hobby. Yes? Yeah. And now he's going, I'm done with serious hobby. I'm going to go all in and see what's possible in this body of mine and see if I can prove people wrong. And here's what I want you to understand. If he doesn't get his point, will he be a winner or a loser? Winner. He can't lose. He's a winner. Guess who loses? The people who don't try. Sure. The people who play small. The people who go home and say, not me, that's for others. I don't want to one day look back and think, why didn't I try? Like you know when you can't do it anymore. Like, yeah, I know I'm old for pro sports, way too old. Nadal's still good at my age, so we're good. No, but like, honestly, but there's gonna come the time I really can't at all. I can't even have a shot. And I don't want to look back and say, I didn't try. And I think this applies to our network marketing business as well, because we take time for granted all the time, and we just don't know how much we have. The only thing we know for sure, we have right now. We have right now, and you're sitting right here, and you have the opportunity. And if you do not try, I think you're gonna regret that more than ever failure. You're gonna, you know, experience temporary failure by trying. Yeah. Everybody give Damian Fire a round of applause. Thank you.